Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Beyond Two Souls. Wir machen weiter und haben Nathan das letzte Mal ziemlich schnell allein gelassen, als wir gemerkt haben, dass der ein bisschen größenwahnsinnig ist, aber nicht im Sinne von Weltherrschaft, sondern er möchte seine Familie wiedersehen und hält sie deshalb zwischen der Infrawelt und der normalen Welt gefangen. Ja, das war so ein bisschen die Kurzzusammenfassung von letzten Mal, von gestern. Ich habe mir jetzt sagen lassen, dass wenn ich hier bin, ich wahrscheinlich noch knapp eine Stunde dran sitzen werde. Ich habe überlegt, ob ich das jetzt als eine Folge oder doch lieber als zwei mache. Ich habe mich entschieden, heute kommt eine und morgen kommt dann wahrscheinlich die letzte Folge. Aber mal bitte. Ja, und ich frage mich die ganze Zeit, was das hier ist. Ist das hier die sogenannte Beta-Sonne? Das schaut nämlich doch so ein bisschen so hell aus wie eine Sonne. Das schaut... Nein, das ist ein Kondensator oder was? Ein ganz komischer nämlich. Was ist denn hier noch alles? Ich schaue mich hier mal ein bisschen um. Okay, dann mal wieder in die Richtung, aus der wir auch gekommen sind. Ich finde dieses Logo ziemlich cool, obwohl die Amis das immer ein bisschen übertreiben mit dem Freiheitsadler. Ich meine, gut, es ist auch das Wappen von Österreich, aber das heißt nicht, dass es das beste Wappen der Welt ist oder so. Keineswegs. So, gehen wir jetzt wieder runter. Ja. What the fuck? Schon wieder? Das passiert uns in letzter Zeit irgendwie häufiger. Hi, Jody. Schön, Sie wiederzusehen. Sie bringen uns in eine schwierige Situation, leider. Wir können sie nicht gehen lassen. Töten können wir sie auch nicht. Dann warten sie auf der anderen Seite. Es gibt also nur eine passende Lösung. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Genau dasselbe wie bei ihrer Mutter. Ein simpler, eleganter Weg für das Ende unserer Kooperation. Auf Wiedersehen, Jody. Wir sind nach wie vor sehr dankbar für Ihre Hilfe. So ein Arsch. Jody, du hast mich aufgeweckt. Es war unverkennbar, aber ich wollte es nicht sehen. Ich verwirkliche einen uralten Menschheitstraum. Niemand wird mehr sterben müssen. Niemand wird mehr von seinen Liebsten getrennt. Ich werde es deaktivieren. Die Infrawelt strömt dann in unsere Dimension. Leben und Tod vereint in einer Welt. Es sind nicht nur Sie auf der anderen Seite. Es ist der Tod. Ich hab den Tod besiegt, Jody. Alles wird einfach perfekt sein. Vertrauen, der Typ ist wahnsinnig. Jetzt ist er mir auf einmal nicht mehr ganz so sympathisch wie noch am Anfang des Let's Plays. Tja, ja. Können wir Jody losmachen?
Aber wir könnten das hier zerstören. Oder das hier. Du schaffst das nicht allein. Ja, weil... Weil Aiden auch ein bisschen... Hol Hilfe. Schnell. Weil Aiden auch ein bisschen... taumelig ist. Da, was ist das? Wo ist der Rest vom Team? Vince und Nick? 3 Monate frei. An einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde. Hallo. Hey, ich hab noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen, bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Hallo? Hört mal auf mich! What the fuck? Jetzt los! Ja, ganz toll. Sind die Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Aiden? Bist du's, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was sollte Aiden hier machen? Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Ja, nur wir den Weg zeigen. Gut. Und jetzt? What the fuck? Können die mich sehen oder what? Hier lang. Ah, ich muss mich einfach bei denen ein bisschen bemerkbar machen. Und dann hier in den Aufzug. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Okay. Warum können wir jetzt nicht einfach den... Shit, mach. Lass mich machen. Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleusen uns an ihm vorbei ein. Ja, wie? Hallo? Hallo? Perfekt. Hey. Los. Wir können. Ist sicher.
hier ein Fehler passiert. Sehen Sie doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Jody. Alles klar. Jetzt muss ich selber überlegen, wo ist Jody? Ich sehe diesen komischen Faden nicht mehr. Gut. Und jetzt? Da war irgendwas. Und hier rein. Genau. Jody ist hier? Jody! Sie ist raus. Nathan, er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Alles klar, wir sollten vielleicht nicht das Gebäude verlassen. Sondern vielmehr das Eindämmungsfeld wieder aktivieren. Vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Oh, heilige Scheiße. Lieber ein bisschen schneller laufen. Fuck off. Verstehen Sie das als meine Kündigung? Sie gehen alle drauf hier. Wir werden alle sterben. Ist ja gar nicht wahr, Alter. So. Was sollen wir machen? Und? Ich glaube, wir sollen uns über einen anderen Weg besichtigen. Ich komme nicht an den Kondensator und auch nicht an das Eindämmungsfeld. Ihr könnt hier nichts tun. Hauen wir ab, solange es noch geht. Wartet. Eine Sache kann ich noch versuchen. Was denn? Einfach hier rein, oder was? Die Zeit ist knapp! Ja, okay. Ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier. Lass das Militär bezahlen für den Mist. Gut, wir auch. Jody, nicht. Cole hat recht. Anders geht's nicht.
Ich wollte schon immer einen Heldentod sterben. Ha! Auf geht's! Die Beta-Sonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück. Aber das verstehe ich jetzt nicht ganz. Eden kann noch einen Schutzschild bilden. Da muss er sich halt ein bisschen anstrengen, dass der für drei reicht und nicht nur für Jody. Die Kondensatorzone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Okay. Wo lang los? Jetzt. Hohoho. Ziemlich fies drauf, die Alten. So, das muss jetzt passen. Los, 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 los! Ganz schnell, haben wir noch so einen Ersatzgürtel? Tut mir leid, Prinzessin. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Nein, 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 niemals. Ich lass dich nicht hier. Die Beta-Sonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. So, heile Wunde bitte. Ich hoffe, das war genug, um ihn zu retten. Das wäre sonst ziemlich kacke. Aber ich schätze, auch wenn die Folge nicht allzu lang ist, sie war doch ganz schön spannend und dass sich hinter dieser Tür die Beta-Sonne befindet, dafür muss man kein Wahrsager sein. Und diese, das absolute Ende, werden wir uns dann beim nächsten Mal geben. Bis dahin, tschüss Leute.